sun is of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the end out for the tie is set by. Because you're mine, I walk the line. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, der Michel. Und fürs heutige Tutorial habe ich mir den Song I Walk the Line von Johnny Cash mal rausgesucht. Ja, der Song ist eigentlich recht einfach zu spielen, finde ich zumindest. Wir brauchen ganz einfache Akkorde. Ja, E, B7, A, D und G. Ich denke, das sind alles Standardakkorde. Das Einzige, was ich finde, was an diesem Song wirklich auch, was auch den Song interessant macht, ist die Akkordstruktur oder die, wie soll ich sagen, der harmonische Ablauf von dem ganzen Song. Nämlich, wir haben in jeder Strophe eine andere Tonart. Ja, insgesamt hat der Song 5 Strophen und wir brauchen dazu 3 verschiedene Tonarten. Das geht also los mit E-Dur, dann geht es in A-Dur, in D-Dur und dann geht es wieder zurück über A-Dur auf E-Dur. Okay, ja, und wir haben eine Akkordfolge, die sieht immer aus 5-1, 5-1, 4-1, 5-1. Was meine ich damit? Jetzt ganz kurz eine einzige Minute Harmonielehre und ich denke, danach ist vieles erklärt. Wir haben zum Beispiel die erste Akkordfolge, habe ich ja schon gesagt, ist in E-Dur. Sieht also so aus, wir haben die Töne E, Fis, Gis, A, B, Cis, Dis, E. Ich nehme den Ton B oder die Bezeichnung B fürs deutsche H, weil es einfach die internationale Bezeichnung ist. Okay, das sind also unsere Töne und jetzt werden die einfach nummeriert. Ja, E ist 1, Fis ist 2, Gis ist 3, A ist 4, B ist 5, ja, Cis 6 und Dis ist 7. Okay, und danach kommt wieder die erste Stufe E. Ja, und klar, ich habe eine Akkordstruktur, die geht einfach 5, 1, 5, 1, 4, 1, 5, 1. Sieht also so aus, wir spielen einen B7-Akkord, das ist die 5. Stufe, auf E ist die 1. Stufe. Nochmal auf B, 5. Stufe, E, 1. Jetzt geht es auf die 4. Stufe, den A-Akkord, ja, zurück auf die 1. E und noch einmal 5. Stufe B und 1. Stufe E. Das ist die Akkordform für den ersten Durchgang, also die 1. Strophe. Ja, in der 2. Strophe sieht es genauso aus von der Akkordstruktur her, wieder 5, 1, 5, 1, 4, 1, 5, 1. Nur wir sind diesmal in A-Dur, unsere Töne sind A, B, Cis, D, E, Fis, Gis, A. Ja, dann sieht es dementsprechend so aus, wir beginnen also unseren Text mit einem E-Akkord. 5. Stufe auf A, 1. Stufe, wieder 5. Stufe E, A, 1. 4. ist dann der D-Akkord, 1. wieder auf A und die 5. Stufe E-Akkord und nochmal auf die 1. Stufe A. Ja, und die 3. Akkordform, die wir, oder Tonleiter, die wir haben, ist D-Dur. Und das sind die Töne einfach D, E, Fis, G, A, B, Cis und D. Und das sieht es genauso aus. Also 1. Stufe ist der D-Akkord, die 4. Stufe ist der G-Akkord und die 5. Stufe ist der A-Akkord. Okay, das war jetzt auch schon die komplette harmonische Erklärung für den Song. Okay, ich würde sagen, wir starten erstmal ganz normal mit der Strophe und ich erkläre mal den Anschlag für jeden einzelnen Akkord. Wir beginnen also am Anfang jetzt mit dem E-Dur-Akkord und wir spielen immer auf CZ1 den Grundton und dann habe ich auf CZ und E 2 Sechzehntel, 1 und E. Da schlage ich mit der Handkante, ja, lege ich hinten auf die Saiten, dämpfe damit die Saiten ein bisschen ab und schlage so ab der D-Seite einfach durch. Dadurch kommt eigentlich eher so ein perkussiver Ton. Ja, unten Aufschlag. 1 und E. Also Bass, runter rauf. Ja? Also auf 1, der Grundton ist die tiefe E-Seite, dann abgedämpft, runter rauf. Jetzt spiele ich auf CZ2 den Wechselbass, der ist beim E-Dur-Akkord einfach auf der A-Seite. Da greife ich hier den zweiten Bund, der Ton B. Ja, und wieder die 2 Anschläge. Auf CZ3 spielen wir wieder unseren Grundton und auf CZ4 wieder unseren Wechselbass. Also 1 und E2 und E3 und E4 und E1 und E2. Oder man könnte sagen Grundton, Wechselbass. Grundton, Wechselbass. Ja? Grundton ist immer auf 1 und 3 und Wechselbass immer auf 2 und 4. Ist bei den meisten Country-Sachen so. Okay, für unseren A-Dur-Akkord nehmen wir erstmal den. Sieht es dann so aus, wir spielen auf, Grundton ist auf der A-Seite, A-Dur-Akkord, A-Seite. Und der Wechselbass ist diesmal die leere E-Seite.
Also 1 und D, 2 und D, 3 und D, 4 und D. Ja? Also A-Seite, E-Seite, A-Seite, E-Seite. Oder Grundton, Wechselbass, Grundton, Wechselbass. So, und der dritte Akkord, den wir für die erste Akkordfolge brauchen, ist der B7-Akkord. Greifen wir unseren B7-Akkord. Ich erkläre mal ganz kurz, wie der gegriffen ist. Zeigefinger im ersten Bund auf der D-Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf der A, Ringfinger im zweiten Bund auf der G und der kleine Finger im zweiten Bund auf der hohen E-Seite. Und das sieht einfach so aus. Unser Grundton ist wieder auf der A-Seite. Und diesmal spielen wir den Wechselbass auf der D-Seite hier gegriffen. Unser Ton Dis im ersten Bund. So, das sind die ersten drei Akkorde. Ja, und dann geht das Ganze so los. Ich spiele am Anfang erstmal mein E-Dur-Akkord, um erstmal meinen Grundton zu finden. Ja, das ist dieser Ton hier, der Ton E im zweiten Bund zum Beispiel auf der D-Seite. I keep a close watch, heart is off mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the end out for ties and binds. Because you're mine, I walk the line. So, und dann geht's in die nächste Tonart, nämlich in A-Dur. So. Wie das Ganze mit dem Bass für den A-Dur-Akkord läuft, haben wir ja schon besprochen. Die fünfte Stufe ist der E-Dur-Akkord, dürfte auch klar sein. Und jetzt haben wir noch einen neuen Akkord dazu, nämlich den D-Dur-Akkord. Und da sieht es einfach so aus. Der Grundton ist auf der D-Seite, D-Dur-Akkord, D-Seite. Und unser Wechselbass ist diesmal die leere A-Seite. Also einfach die Seite drüber. Ja, so. Wir haben also unseren A-Dur-Akkord. Und jetzt nehme ich als Stimmton einfach auf der G-Seite im zweiten Bund den Ton A. I find it very, very easy to be true. I find a long love each day is due. And yes, I met. Because you're mine, I walk the line. So, und die nächste Tonart wäre jetzt D-Dur. Und bei D-Dur kommt auch wieder ein neuer Akkord dazu, diesmal der G-Dur-Akkord. Und beim G-Dur-Akkord sieht es einfach so aus, der Grundton ist hier gegriffen im dritten Bund auf der tiefen E-Seite. Und der Wechselbass ist die leere D-Seite, also wir überspringen im Bass eine Seite. Ja? So, und das sind wir auf D. So, das ist mein Grundton. As sure as night is dark and day's light, I keep my mind bound day and night. And happiness, I know it proves it's right. Because you're mine, I walk the line. Und dann gehen wir wieder vor. Und so weiter und dann genau dasselbe wie oben schon mal war und dann wieder zurück auf E. Okay, das waren jetzt die ganzen einzelnen Strophenparts. Jetzt haben wir noch ein kleines Intro und das Intro funktioniert so. Ich spiele es einmal vor. Ja, und dann sitzen wir schön auf dem E-Dur-Akkord. Okay, ich erkläre einfach mal ganz kurz die Töne. Los geht's mit einem Auftakt auf Zählzeit 3 und mit der leeren E-Seite. Dann im zweiten Bund auf der E-Seite der Ton Fis und im vierten Bund der Ton Gis. Ja, überleitend auf den A-Dur-Akkord. Wir spielen leere A-Seite, dann den Wechselbass, tiefe E-Seite. Und jetzt geht's wieder zweimal leer, A-Seite. Wieder zweiter Bund, A-Seite und vierter Bund, überleitend auf die D-Seite. So, D-Seite leer, dann Wechselbass auf der A-Seite. Ja? Und jetzt geht das Ganze wieder runterwärts. Wir spielen zweimal die D-Seite. Dann im vierten Bund auf der A-Seite der Ton Cis, der Ton B im zweiten Bund und zurück auf den A-Akkord.
leere A-Seite, dann haben wir die leere E-Seite, ist der Wechselbass. So, und jetzt wieder überleiten auf den E-Akkord, spielen wir zweimal die leere A-Seite. Vierter Bund auf der tiefen E-Seite, Ton Gis. Dann den zweiten Bund auf Fis. Und jetzt sind wir auf unseren E-Akkord, spielen wir auch wieder Grundton, tiefe E-Seite, Wechselbass im zweiten Bund. So, und jetzt überleiten auf unseren nächsten Akkord, spielen wir den Ton B im zweiten Bund. Leere E-Seite, zweiter Bund auf der tiefen E-Seite, der Ton Fis. Wieder zurück auf die E-Seite. Und jetzt gehen wir auf unseren B7-Akkord, spielen zweiten Bund, den Grundton. Auf der A-Seite. Dann im ersten Bund unseren Wechselbass, was wir beim B7-Akkord hatten, im ersten Bund auf der D-Seite. So, und dann wieder Übergang auf unseren ersten Akkord auf E dann. Zweiter Bund auf der A-Seite, leere A-Seite, vierter Bund, tiefe E-Seite, zweiter Bund. Ja, und dann sind wir eigentlich auf unseren E-Akkord. Können wir mit Wechselbass spielen, ne? So, was man jetzt machen könnte, das habe ich am Anfang auch gemacht, einfach bei den ersten zwei Tönen oder Schlägen, ja, kann man eigentlich den Akkord schon wieder reinsetzen, ja, also. Funktioniert eigentlich genauso, wie wir es auch im Stück eigentlich hatten. Es geht halt nur der halbe Takt, weil danach spiele ich ja Achtel und da ist ein bisschen schwerer, die ganze Geschichte. Ja, würde ich sagen, ausprobieren. Ach ja, vielleicht noch als kleiner Tipp. Wenn du eine Strophe durch hast, immer, und es geht in die nächste Tonart rein, kannst du eigentlich von oben, vom Intro, die Übergänge auf die entsprechenden Akkorde nehmen. Das heißt also, wenn es zum Beispiel vom E-Dur-Akkord I walk the line. Ja, so. Jetzt können wir den ersten Übergang nehmen. Zum ja, dann nehmen wir diese 0, 2, 4. Also das heißt E, Fis, Gis. Und jetzt sind wir im A-Akkord. So, wenn wir am Ende vom A-Akkord sind, können wir den Übergang ganz einfach nehmen auf D, indem wir einfach die Töne nehmen, die im A-Akkord sind und dann zu D führen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verwirrend, aber diese Fill-Ins kann man am Schluss dann immer zwischen die Strophen mit reinbauen und dann klingt das eigentlich ultra original, würde ich sagen, weil die auch drin sind, genauso auch reingebaut sind. Also alles, was im Intro drin ist, sind auch gleichzeitig die Übergangstöne in die nächste Tonart. Man kann es aber auch einfach rauslassen und kann einfach straight das Ganze so durchspielen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, der ganze Ablauf von dem ganzen Song. Ja, wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg damit. Wenn du dich fürs Gitarrespielen interessierst, für Wechselbässe, vor allem für Country-Spielen und so weiter, kann ich dir meinen Gitarrenkurs, den Masterplan, wärmstens empfehlen. Geht es auch mal richtig um Country-Picking, um überhaupt so, wie das Ganze so abläuft mit verschiedenen Stilistiken und sowas. Ein richtig cooler Einstiegskurs. Oder es gibt auch den Masterplan 2. Das ist natürlich dann für Fortgeschrittene. Da lernst du wirklich alles, was zum Gitarre spielen. Also danach bist du richtig fit. Der Einser legt so ein bisschen die Basis in allem, was man dazu braucht. Das heißt Rhythmus spielen, Anschlagsmuster, Zupfmuster, Akkorde natürlich. Sehr viele Songs sind als Beispiele dabei. Es geht um Notenlesen, Tabulaturlesen und so weiter. Also alles, was zum Gitarre spielen ein bisschen dazugehört. Ja, ich wünsche dir viel Spaß damit, mit diesem Song. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dahin sage ich Ciao, der Michel. Ciao.